Mundschenk. Bratan Production presents Slavik auf Staatsnacken. Was? Läuft? Auf dem Bauern? Ja? Sucht der eine First? Stopp, mach, stopp, mach, stopp, mach, stopp, mach, stopp! Wir müssen uns, ich muss zwischendurch, die Linke kenne ich! Wer ist denn die Linke? Warte, sag nix! Werde! Die Linke, die war mit mir bei Wipeout. In meiner ersten Fernsehshow ever. Die heißt Bea, glaube ich. Hä, die ist doch bleibt. Wipeout war doch 90er Jahre. Die ist, oh, ich krieg's. Bleibt 20 Jahre. Ich schwöre dir. Ey, ich sag's euch ohne Scheiß. Warte, wir hören gleich in der Serie, wie sie heißt. Garocci, erinnert euch, in der ersten Staffel kam die Polizei. Die Polizei hat natürlich nicht mich verhaftet, wie ihr gedacht habt, sondern den Chef vom Arbeitsamt, Mr. Dick Chow. Und an seine Stelle ist ein neuer Chef getreten. Herren! Grüß Gott, Kamerad! Stopp! Sag mal, bist du bescheuert oder was? Was machst du für Serie? Bist du blöd? Was denn? Das ist der Alfons Hiller, blöd. Ach so. Bayer Alfons Hiller, Junge. Ja, ey, der hat Ähnlichkeit. Bayer Alfons Hiller. Hinsetzen! Blatt, der hat mich an irgendwen erinnert. Los! Setzen! Aber irgendwie war der mir unsympathisch. Auf jeden Fall, nach der ersten Staffel stiegen die Join-Aktien und ich hab den Comedy-Preis gewonnen. Liebe euch, vielen Dank. Danke. Beste Serie. Warum 2019. Mich nicht eingeblendet? Comedy-Preis? Und irgendwann hat mich Join persönlich sogar ins Büro. Ja, weil, Blatt, ich brauch doch deine Rechte dafür, Junge. Guck weiter. Riyad, Yara Gesicht. Blatt wollten so sprechen wie ich. Habibi, ich küsse deine Augen. Möchten Sie gerne einen Kaffee haben? Sogar Kaffee wurde mir gebracht. Und sie wollten mich mit Breakdance beeindrucken. Ja, okay, vielleicht übertreibe ich ein bisschen. Was aber auf jeden Fall stimmt, ist, dass meine Community eine zweite Staffel wollte. Und die Arbeitslosenquote war aufgrund meiner Werbung für die Jobs auf dem niedrigsten. Stopp! Was? Wieso rechts einer mit Down-Syndrom? Wo denn? Finde ich gut, dass du auch anderen, dass du vielen Leuten Chance gibst. Hä, warum schreibt einer das doch, Knossi? Viel Spaß mit der zweiten Staffel! Oh, das war nur das Intro! Ja. Das war nur das Intro! Ey, hör mal, der Song ist geil, oder? Mega! Aufstand sein Nacken. Aufstand sein Nacken. Aufstand sein Nacken. Aufstand sein Nacken. Baby! Jetzt kommt sie wieder! Bea, ne? Ja. Der Lupo, Digga, beste Auto. Der Rotz aber auch im Lupo. Ich hätte gerne einen Kaffee, bitte. Einen Tee. Wo ist meine Limousine? Darauf habe ich gewartet. Das ist sie vom Wipeout. Das ist sie. Ich bin eine Lady und deswegen... Ist sie da? Ja, das ist sie. Erste Fernsehshow, der ich hier war. Kann passieren. Ich schwör's dir, 2008. Ich kenne die noch. Jetzt war die da 12, Alter. Hör, die ist operiert, aufgespritzt. Junge, siehst du das nicht? Ich hab diesen Loop so auseinandergeholt. Gefahren. Irgendwann habe ich gedacht, nach wo bleibt, ich zieh mal lieber die Klamotten an. Bleib Bauernhof, du weißt, überall stinkt nach Scheiße. Wo kommt Covid, wo kommt die ganze Scheiße her? Immer bleib vom Bauernhof. Deswegen habe ich mich lieber schützen lassen. Ein Mann, ein Wort in sechsten Stock. Darf ich vorstellen, meine Kandidatin so, für den Recall. Oh, jetzt. Denn wer ein Bundesverdienstkreuz hat, der braucht was? Richtig, eine First Lady. Deshalb habe ich meine Instagram-DMs gecheckt und ein First Lady Casting veranstaltet. Das Bea, Casting könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal später sehen. Stopp, Blatt. Blatt. Mit zum Casting, oder? Wer kennt den dicken Dirk noch? Dirk und Jens, bestes du, ich ruf den an. Knossi lebt noch. Hast du deine alte Nummer mal abgecheckt, oder was? Ich hab erst dachte ich, du willst sagen, hast du deine alte noch? Die alte, dass du sicher hast, weiß ich ja. Pass auf, wir sind hier live, ja? Ja, moin Chat, grüßt euch. Kennst du Slavik? Wen? Slavik? Ja, na klar. Slavik. Slavik. Ist das nicht der, der die Auszeichnung gekriegt hat? Der ist das doch, oder? Der die Auszeichnung gekriegt hat, nämlich genau. Bundesverdienstkreuz. Ja, richtig. Ey, du weißt es wirklich. Pass auf, in seiner neuen zweiten Staffel, wir gucken gerade die erste Folge an, in der zweiten Staffel seiner neuen Sendung, ist eine, die sieht aus, Bea hieß die, oder? Bei Wipeout. Bibi. Heißt die Bibi? Also die heißt, also sie heißt ja eigentlich Beatrice, aber jetzt, also ihr Künstlername ist Bibi Thomas. Die war 2017 bei The Voice Vierte und jetzt dieses Jahr...
Ich hab doch gesagt, dass ich die kenne. Ausgeflogen, glaube ich, ja? Ey, der dicke Dirk, auf dich ist Verlass, Junge. Du bist ein Lexikon. Ich wusste doch, dass ich recht habe. Wir sind am Bauernhof. Wer ist das denn? Guten Morgen zusammen. Das könnte Dirk sein. Ich soll euch hier empfangen. Auf meinem kleinen Bauernhof. Bischof der Bauer. Ich habe natürlich bewusst den Bauernhof ausgesucht, weil da weiß ich, dass sie nicht nur mit mir auf den Malediven chillen wollen, sondern wirklich mein Herz. Weil Slavik ist ab jetzt da. Und außerdem, Digga, kann ich dazu noch den Beruf des Bauers testen. Mehr Bauern, weniger Arbeitslose. Slavik ist intelligent. Er sitzt mit einem Arsch auf zwei Stühlen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Outfit auf dem Bauernhof passt. Hallo, guck dir mal bitte meine Hose an, okay? Ich hab was Weißes an. Es sieht total sexy aus, aber ich habe Ganzkörperkondome für euch. Was? I'm coming in. Guck, guck. Was? Oh. Was? Ja, okay. I'm coming in. Was will er auf dem Bauernhof? Sucht er eine First Lady, um dann hier im Bauernhof... Bauer sucht Frau. Also die Mädels empfand ich als verrückte Truppe. Zum Schluss sahen die Mädels von Klamotten her sexy aus. Die waren dreckig und voller Scheiße. Man läuft manchmal so rum sonst. Hast du eine Shisha vorbereitet? Aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Keine Shisha? Ich kann dir noch einen Misthaufen vorbereiten, der qualmt auch schön. Ah, witzig. Shisha gibt's nicht. Bochel, was als nächstes, Micha? Also, ich denke, wir sollten mit den Mädels mal die Gänse füttern. Mal ein bisschen wie Schnee machen. Oh, nee! Komm, glatt. Nicht mit Futter spielen. Einfach nur ohne Nicht mit Futter spielen. Ziegen, Micha. Lass meinen Kaffee stehen. Lass dir meinen Kaffee stehen. Nicht mit Essen spielen. Wir werden bei den Ziegen ausgerastet. Und die Mädels werden sich dann duschen. Micha, hast du da reingekackt, also sag mal, in die Pfütze? Dann übernehmen die Gänse. Der Bauerberuf ist ein guter Beruf, oder? Ja, natürlich. Micha? Es ist ein Knochenjob. Ich habe so einen Respekt davor, vor dem Beruf, den der Michael macht. Du musst einfach so wie jeden Tag so, oh, ich mache jetzt meine Fingernägel, so, oh, ich knall jetzt meine Kuh ab. Und dann gibt's einmal Pin, ja, der Bauer lebt mit seiner Frau. Und dann fallen die um und alles ist erledigt. Jawohl, schöne Leine. Was rotzt er sich da rein? Schnupp da was, Digga. Du musst schon mitmachen, schnell. Go, go, Micha, tanz, komm. Go, der Micha war tanzen. Tanz. Wo ist Micha's Tanz? Micha, komm, der Micha ist auf der Box. Der Micha, Bauer ist der Beste, Micha ist der richtige Ehrenmann. Guck. Micha, komm her. Einmal. Ohne Musik ist es doof. Guck her, von daher habe ich mich erst geziert. Aber dann? Kein Problem. Krass, oder? Mit den Mädels zusammen zu tanzen. Schämst du dich nicht, die Leute so vorzuführen? Hey, was los? Guck mal, wie der tanzen kann. Hör zu, was er jetzt sagt. Oder so, hör zu, jetzt hast du Papa. Jetzt ich bin vor 30 Jahren einen Tag vor meiner Gesellenprüfung einen Tanzwettbewerb gewonnen. Respekt! Mein Chef und mein Vater wollten mich erschlagen, aber die haben es erst am nächsten Tag in der Zeitung mitgekriegt. Also richtig toll. Boah. Wer hat gefurzt von euch, Herr? Ja, der Tanzwettbewerb einfach gewonnen. Lautesten furzen kann. Nein, da bin ich raus. Ja? Ja. Okay. Da sind wir alle raus. Natürlich seid ihr alle raus, weil alle wollen Beauty-Influencer werden und nicht Bauer. Aber die Weihnachtsgans wächst nicht bei Aldi Blatt. Ist so. Ist das die Weihnachtsgans? Ja. Das wird nichts. Ich zeig dir das gleich bei den Truthähnen. Das sind die Weihnachtsgans. Die wurden danach leider alle... Die leben alle nicht mehr. Nee. Ist ja kein Problem, Blatt. Sprache beherrscht schon lange, Blatt. Haben mir geantwortet, irgendwann wurden die bockig, dann haben die aber von der Stella bleibt. Dass das funktioniert mit den Truthähnen, wusstest du das? Nein! Wo sind die Kühe? Da hinten. Wie kommen wir da hin? Mit dem Trecker. Sieht schon gut aus. Jetzt kommen wir zum geilen Test vom Trecker. Hör auf zu spucken. Wo hat die denn? Ja, ja, als ob das denen ein bisschen gefällt. Natürlich gefällt denen das. Tim, der Bauer zeigt uns jetzt seinen Traktor. Diesmal habe ich versprochen, ich fahre vorausschauend.
Krass, der ist fast gekippt. Ich hab so Angst vor dem Tonmann. Guck, der Tonmann jetzt hier. Guck mal hier, der Tonmann. Wäre der gekippt, das wäre vorbei. 65 Zoll Felgen, 1000 PS. 40 km/h. Gefühlt wie 110 bleibt, wie wir da rumgefahren sind. Wie bleibt auf russischen Kasachstan-Dorf bleibt. Kennst du diese Videos, wo die im Panzer bleibt, so fahren? Ja, Geschwindigkeitstest? Bestanden. Okay, aber driften dürfen wir nicht. Nächster Test. Wie viele Mädchen kannst du mit einem Traktor abschleppen, wenn man die Schaufel nicht mitzählt? Geht das? Aber die Kamera ist mitten in meinem Feld. Test zu 6. Nicht bestanden. Richtig, Marc immer noch selbe Mütze auf heute. Außer den ganzen Tag mit Dicken machen. Richtig, Kühe füttern. Ich habe ein gutes Fingergefühl. Merkst du? Am besten kann ich mit diesem Finger. Guck mal, wie ich mit meinem Finger umgehen kann. Drecksau. Träumchen. Was denn? Ich kann gut mit Bagger umgehen, mit der Baggerschaufel. Ich weiß, Micha sieht das hier und wenn ich sage, dann gibt's Ärger. Guck mal, Tim hat Angst zu sagen, dass er einen Tracker geballert hat. Ja! Ja, wegen Micha, er hat Angst vor Micha. Guck, guck. G-Klasse. S-Klasse. Der ballert in einem Auto. Kann ich mir vorstellen, dass Micha ausrastet, wenn er fährt, dass hier der Timmy bleibt im Traktor geballert hat. Sorry, Tim, dass ich das reingeschnitten habe, aber du weißt schon, Drama ist immer gut für Serie. Außerdem habe ich für dich ein gutes Porträt gebastelt. Guck. Trecker Ballertest bestanden. Das der Micha sieht, ne? Hat er das wirklich gemacht? Der Tonmann weiß Bescheid. Was? Der Tim hat geballert, der natürlich im Trecker. Aber das weiß Micha ja nicht. Der Micha wird das durch die Sendung halt erfahren. Ja, dank, du hast dir wieder ein Leben zerstört. Ach, als ob, Alter. Ein bisschen gefällt das dem doch. Ey, aber wer ist denn jetzt eine Frau davon? Alle bis auf die mit den Hörnern. Ist kein Bulle hier. Sind alles Frauen. Hast Wusstest Frauen du das? Hörner oder was? Nein. Wir haben Frauen Hörner. Frauen haben doch keine Hörner. Das ist so wie Damen gemacht oder was? Frauen sind Kühe. Frauen haben Hörner. Frauen sind Kühe mit Eutern. Mit Brüsten. Ja, aber die haben auch Euter und Brüste gehabt. Sein Outfit heute war einfach epic, das war legendär, das war einfach zu krass. Bist du ein bisschen verliebt? Ein bisschen. Die Bianca. Nee, die Bianca? Nee, Bini. Wie heißt sie? Bianca? Bianca? Ich Namen nicht. Bibi auch schon eine Süße. Alles süß bleibt. Hart, Mann. Beginnen wir jetzt mit dem First Lady Quiz. Und alle einmal zur Seite rotzen. Das ist nicht so meine Art. Ja. Ich kann so einblenden. Haben die Geld gekriegt von dir? Hast du die bezahlt? Ja, Alter, ich habe eine kleine Aufwandsentschädigung gerade gegeben. Wie viel? 150 Euro oder was? Also vom ich weiß Kurs es nicht mehr. Die Produktion hat es unbedingt getan. Gewinnen. Was denkt ihr vorab, wer gewinnt? Ach so. Dankeschön, Wendo. Focus. Okay. Sie ist auch hübsch, ne? Hast du gehört, was sie gesagt hat? Na klar. Wie lange braucht ein durchschnittlicher arabischer Clan für einen Blitzeinbruch? A. 5 Minuten. B. 2 Minuten. Richtig. Oh mein Gott! Was sind das für Fragen? Hast du eins an der Waffel oder was? Bist du komplett? Was sind das denn für Fragen? Da muss ich sagen, da beim Quiz da das erste Mal so der Funke zwischen mir und Fabiana ist ein bisschen übergesprungen. Wie erschwert Mehmet im Park seine Marihuana-Packs, damit er mehr Schlaf macht? Ja. A. Mit Haarspray. B. Mit Hantelgewichten. Ich sag Haarspray. Richtig. Danke. Du bist geisteskrank einfach. Ist der Salzgehalt bei Semitschki ca. 2 Gramm? Semitschki Sonnenblumen. Ca. 20 Gramm? A. Richtig! Tatjana hat gewonnen, Applaus. Fabiana. Alter, dein Stream kann man sich nicht anhören. Die Tonqualität ist Katastrophe. Salvo, ich kann es jetzt nicht ändern. Es tut mir leid. Nächste Woche haben wir neue Technik, ne? Aber ich glaube auch, dass da irgendeine Einstellung auch nicht richtig ist, ne? Es halt hier nicht so arg, wie sich das im Stream anhört. Es ist halt ungewohnter, glaube ich. Bei dir hast du ja viel stehen da auch, weißt du, im Zimmer in Baden-Baden. Hat dir gefallen bei mir daheim, gell? Voll gemütlich, Alter. Unten die Mutter hier mit den Kindern. Der Ali da oben, Alter, der Dings. Ali kommt runter, ne? Mein Schwager, hört zu, Chat, das ist wahre Geschichte.
Mein Schwager ist von Maldiven, meine Schwester hat den mitgenommen, ne, von dort. Die wussten das nicht, oder was? Nee, wie, die wussten das nicht? Die hat den mitgenommen. Die ist da hingeflogen, hat gesagt, komm mit, heiraten. Der hat gesagt, ja, klar. Dann ist der mit, dann waren die hier. Der ist jetzt schon seit 5 Jahren hier. Dann kommt Slavik zu uns zu Hause und sagt, ja, guck mal, da ist der Mitarbeiter, ne? Sag ich, bist du blöd, oder ja, was? Ja, ich dachte, das ist der Gärtner. Was für ein Mitarbeiter, was für ein Mitarbeiter? Das ist Ali. Worker. Ich sag, bist du doof? Das ist der Mann von meiner Schwester. Ja, war doch nicht böse gemeint. Und dann kommt Slavik nach Hause und sagt, da ist er, euer Mitarbeiter, ist der Gärtner, ne? Sag ich, bist du... Alter, meine Mutter steht da, weiß nicht, ob sie lachen oder heulen soll. So war's. Es war so. Zeig. Wenn ich richtig sehe, dann bist du immer noch nicht überzeugt von dem Beruf des Landwirten. Dann pass jetzt auf, was mich ja noch zu bieten hat, du Bauer. So, ich habe euch noch was mitgebracht, womit man normalerweise das Osterfeuer anzündet. Ist das blöd, du hast Feuerflammenwerfer oder was? Ja, ich habe einen kleinen Flammenwerfer, ja. Was hat der? Flammenwerfer, Alter. Erstmal. Der Micha hat nicht nur Spinnt der? Na, da hinten der große Haufen. Soll das nicht abfangen? Nein. Das sollte da stehen bleiben, das ist für die Kühe. Nee. Wenn das abfackelt, das werden 8 Wochen. Als ob da was passieren kann. Außerdem haben wir immer Feuerschutzbeauftragten Mohammed am Set. Hier, zeig dich mal, Bratan. Ja. Hast du keine Freunde mehr? Gehst du zu der Feuerwehr? Was mit dem Feuer da hinten auf? Kannst du den Schock? Ja klar. Ein bisschen bleibt. Junge! Ich wusste, dass das passieren kann. Ich hätte ihn am liebsten in Kantholz in den Rücken geschlagen. Nein, da nicht. So wie du dich bei Heuballen aufgeregt hast, kann man auch da ein bisschen mitnehmen. Nee, dann spring ich dir ins Gesicht. Komm. Ich spring dir wirklich ins Gesicht. Der Micha springt ins Gesicht. Mohammed, löschst du bitte das Feuer? Dann springt dir der Micha ins Gesicht. Oh. Aber es ist doch schön warm hier. Dafür kann ich auch ins Haus an den Kamin gehen. Komm, Micha, spring mal der Vanessa ins Gesicht jetzt. Wie lange brennt das jetzt? Holst du mal bitte eine Heugabel, um das da vom Holzhaufen wegzuziehen? Das ist keine Schauspieler, das sind keine Schauspieler. Guck, das sind wirklich keine Schauspieler. Wunderbar. Lass mir das bisschen. Der actet nicht, ne? Das ist ernst. Das ist echt, guck. Vater hat gesagt, doch nicht. Hol eine Gabel! Da passiert nichts. Ja, danke. Slavik. Tim, die Gabel. Ja, 1000 Meter. Weißt du, wie schnell diese 1000 Meter verglühen? Last lady. Tim, danke, dass du jetzt unser Serie kaputt machst und die Gabel gebracht hast. Ein bisschen würde es dir schon gefallen, wenn das Osterfeuer jetzt brennen würde. Nein, das würde mir überhaupt nicht gefallen. Nachher stell dir vor, Michas Bauernhof abgebrannt bleibt. Slavik bleibt Bauernhof abgefackelt. Beste Promo hätte ich direkt Single danach gebracht. Bleibt. Handschuhfach voll Tangas. Die Single kommt übrigens heute um 12 Uhr mit Musikvideo. Baby! Sein Mann. Ist das Videodreh auch aus dieser Folge? Ja, wir sind aus verschiedenen, aus allen Folgen. Übergesprungen. Hast du schon gesehen, wie die mich angeschaut hat? Wieso hast du eine Maske auf? Sein Humor, seine Art und sein Gang. Die liebt dich. Ja, ich bin total verliebt. Ja, aber... Doch, die meint's ernst. Die liebt ihn wirklich, Gadget. Die liebt ihn wirklich. Ein bisschen habe ich mich auch Fabiana verliebt. Vielleicht also, entwickelt sich ja was. Wenn jetzt Fotos rauskommen, dass sie ein Bikini ist, kann ich ja nicht sagen, ja, das ist mein First Lady. Ja. Ja? Was soll ich machen? Ja. Christoph, was sagst du? Ist doch Boche, Blei. Dankeschön, Blei. Du weißt, es ist kein Platz für Frauen in meiner Welt. Du musst mich verstehen, auch wenn es dir nicht gefällt. Die Arbeit auf dem Bauernhof ist bis jetzt schwer. Nicht mit dem Futter spielen! Tritt den ganzen Tag in Scheiße herum, alles stinkt und der Hahn weckt dich um 5 Uhr morgens. Bauer sein ist ein Knochenjob und die einzigen Freunde, mit denen du reden kannst, sind Truthähne. Natürlich bleibt will jeder sein Start-up gründen, Fairtrade Kaffee trinken, sich auf seinen perfekten Lebenslauf einen runterholen und Creative Content produzieren. Aber das Ding ist, der Bauer überlebt ohne dein Kack-Content, Bratan. Aber wir überleben nicht ohne Essen. Das ist der Unterschied. Be humble, wie Khabib sagt. Und respektier den Knochenjob eines Bauers. Schön, gell? Sonst springt auch dir, Micha, ins Gesicht. Ich spring dir wirklich ins Gesicht.
Was ist das? Wir haben schon zweite Folge hier. Dann schon Vorschau. Sind die echt? Echt, ja. Ja, go. Hilf mir. Echte SEK. Und die Kandidaten? Ich klatsche euch alle weg. Ey, auch echte Junge. Wo ist der denn her? Ja, da kam, da ist einer von aus der Community, der hat sich gemeldet, dass er nicht spielen will. Ey, die zweite Frage, darf ich die auch hier angucken? Ich glaube, nee, also, nee. Ich schau, wir haben die nicht. Wir haben die jetzt nicht. Ey, das ist, ey, Chat, wie hat's, ey, ich sag dir ganz ehrlich, weißt du, was ich geil finde? Dass halt permanent Action ist, über 20 Minuten. Du kommst, es gibt keine Langeweile, ne? Ich will die zweite Folge haben. Auf Join kann man die jetzt schauen. Die ersten zwei, es kommen immer, jeden Donnerstag kommen immer zwei neue Folgen. Und die zweite, die ist jetzt schon online. Und guck mal, weißt du, mir war so wichtig, dass man einfach mal auch sieht, wie so ein Bauernberuf ist. Klar ist auch viel Humor dabei, weißt du? Aber es ist auch wichtig zu sehen, man kann, es gibt nicht nur den Berufe, die wir machen oder weißt du, wie es oft rüberkommt. Ja. Sondern es gibt auch noch so einen Bauernberuf und der ist auch geil, weißt du? Auch der hat, der kann mit seinem Treckerblatt rumfahren, rumballern. Ey. Und man muss auch anerkennen, weißt du, wenn man Milch kauft oder was oder Fleisch oder weißt du, was ich meine? Natürlich. Wir haben auch, wo wir das Heu holen für die Pferde, der Bauer bringt uns das, ey, das ist so, der liebt, ey, weißt du, wie der seinen Job liebt, wie der das liebt, der, du siehst den auf dem Mähdrescher fahren, du denkst, er ist der König, ne, er ist die Nummer 1 für sich, weißt du, was ich meine, der Pferd geht da zur Kuh, schlägt der Ziege einen auf den Arsch, ist happy.